Hallihallo, hier ist der Lars von Ruhr Energie. Heute soll es mal um das Thema Vitamin D gehen. Es gibt zurzeit ein paar sehr, sehr gute Videos auf YouTube, die ich euch alle auch in der Videobeschreibung verlinken werde, von befreundeten YouTubern. Und die haben teilweise sehr, sehr gute Videos gemacht über das Thema Vitamin D, was mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar habe ich schon vor einigen Monaten Vitamin D-Test gemacht. Und zwar kann man das auch sogar bei Amazon bestellen, sich selber Blut abzapfen und das einschicken lassen. Und da war ich eigentlich ganz zufrieden, aber das war im Sommer. Und zwar war das am 23.07., also mitten im Hochsommer, habe ich meinen Vitamin-D-Spiegel testen lassen. Und ich blende euch den mal ein, ich werde den nochmal scannen. Und der war damals 102 Nanomol pro Liter. Und laut den Standardwerten war der dann halt über 75 Nanomol pro Liter. Und im grünen Bereich, damit war ich ganz zufrieden. Zu der Zeit habe ich noch 5000 internationale Einheiten genommen, also im Hochsommer. Und das habe ich genau ein Jahr lang gemacht. Also ich habe ein Jahr lang 5000 internationale Einheiten genommen. Das war so eine Tablette von VitaVay und war da jetzt ganz zufrieden mit. Jetzt merke ich so irgendwie, es wird ja so dunkel, die Sonne kommt überhaupt nicht mehr raus. Wir haben ja jetzt November und bald Dezember und ich fange ein bisschen an zu kränkeln. Ich kriege ein bisschen Schnupfen und Husten wieder. Es geht ja sogar so eine Grippewelle um, aber normalerweise, ich war jetzt ein Jahr überhaupt nicht krank. Jetzt habe ich mal dieses Video geguckt vom High Carb TV und der hatte nochmal gemeint, dass er ein Buch gelesen hatte, das ich euch auch in der Infobox verlinken werde, Gesund in 7 Tagen. Das ist ein Buch über Vitamin D-Einsatz, wie man sein Level wieder gut macht. Ja? Und er hatte da drin gesagt, so wie ich mich erinnere, dass das über 50 Nanogramm pro Milliliter sein müsste. Ja? Ich habe natürlich jetzt nicht diese Einheiten, habe aber eine Umrechnungsformel gefunden und meine 102 Nanomol pro Liter, die in diesem Test rauskamen, die ja offiziell im positiven Bereich sind, sind dann da im Hochsommer gewesen mit 5000 Einheiten bei 40,87 Nanogramm pro Milliliter. Das bedeutet, ich bin immer noch 10 Nanogramm pro Milliliter unter diesem optimalen Wert, den man eigentlich haben müsste. Und das im Hochsommer, das mit 5000 internationalen Einheiten. Ja. Das bedeutet, ich muss jetzt nochmal nachbessern, das werde ich auch tun. Aber erstmal wollte ich euch nochmal sagen, was Vitamin-D-Mangel so auslösen kann. Also es kann zum Beispiel grippale Infekte verursachen und Atemwegserkrankungen, Muskelschwäche, Schuppenflechte, chronische Niereninsuffizienz, Diabetes, Asthma, Parodontitis, kardiovaskuläre Erkrankungen, Schizophrenie und Depressionen und Krebs. Was man wirklich ganz klar sagen kann, ist, dass in den nördlichen Ländern, gerade sowas in Norwegen war vor ein paar Tagen wieder was in den Nachrichten, dass den Leuten das da ganz, ganz schlecht geht ja im Winter, weil da geht die Sonne überhaupt nicht auf und die müssten wahrscheinlich, was ich, 30.000, 40.000 Einheiten, internationale Einheiten am Tag nehmen, um diese Depressionen anzukämpfen. Was kann man denn jetzt nehmen, wenn man das wirklich supplementieren will? Es ist in Nahrung manchmal drin, aber in so geringen Dosen, das könnt ihr völlig vergessen. Entweder ihr geht ein paar Mal die Woche wirklich in ein Solarium, was eine gesunde Strahlung bietet. Das ist, glaube ich, die UVB-Strahlung. Und da müsst ihr euch schon eine Weile drunter legen. Natürlich nicht verbrennen, also wahrscheinlich eine sehr niedrige Dosis dieser Strahlung nehmen, aber halt relativ lange drin bleiben. Und dann müsstet ihr das hinkriegen, weil es wird über die Haut gebildet, Vitamin D. Oder ihr supplementiert es und nehmt das zusätzlich über Tabletten oder Tropfen zu euch. Ich hatte jetzt die ganze Zeit hier diese VitaBay genommen. Das sind 5000 internationale Einheiten pro Tablette. Ich habe davon jetzt noch einige da, was bedeutet, dass ich die jetzt noch zu Ende nehmen werde. Was mich hier dran so ein bisschen stört, ist, dass die behaupten, es wäre vegan. Es steht aber nicht wirklich drauf. Ja? Auch auf der Webseite von denen gibt es nicht so genaue Angaben. Und hier steht zum Beispiel drauf, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren. Und da steht jetzt nicht in Klammer dahinter pflanzlich. Also ich nehme an, dass das nicht vegan und nicht mal vegetarisch ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Irgendwo auf der Webseite steht Veggie, aber genaue Informationen stehen hier nicht drauf. Hier ist auch kein offizielles Vegetarierzeichen drauf. Also man kann es ja trotzdem nehmen. Ja, das muss ja jeder selber wissen. Aber ich wollte es nur sagen, das muss man auch hier in Holland bestellen, direkt bei denen auf der Webseite, weil diese 5000 internationalen Einheiten gibt es hier in Deutschland nicht so einfach zu kaufen. Woran liegt das denn, dass man nur hier 1000 internationale Einheiten meistens kaufen kann? Das liegt daran, dass die DGE vorschreibt oder nicht vorschreibt, empfiehlt, dass man mindestens so 400 internationale Einheiten am Tag nehmen sollte, um Rachitis zu vermeiden. Gerade bei Kindern ist das sehr, sehr wichtig.
Und dann sagen die so, ja, so 400, 800 international Einheiten, das ist gut, ja. Wie man das jetzt aber an diesem Bluttest sehen kann, von den anderen YouTubern und von mir, das reicht halt nicht, ja. Wenn ich das nur so wenig supplementieren würde oder gar nicht, wäre ich in einem ganz starken Mangel, was auf lange Sicht mich auch wirklich krank machen kann. Deswegen entweder kauft ihr euch sowas im Ausland als Tablette oder, das habe ich hier noch, und zwar kennt ihr die Firma wahrscheinlich noch nicht, den Mann, den habe ich schon mehrmals interviewt, den Dr. Jakob, der hat eine Firma, die machen auch Supplemente und die haben ein Vitamin D3 Öl und das ist nicht vegan, aber es ist wenigstens vegetarisch und die haben hier vom Vegetarierbund auch diese Vegetarier Blume oder Zeichen drauf. Und zwar wird das aus Wollfett von Schafen gemacht. Und die kennen die Schafe auch, die werden auch nicht getötet, denen geht's gut, aber es ist natürlich dann immer noch irgendwo Tierausbeute. Ich würde dann jetzt danach die hier nehmen, weil die Kinder kriegen die schon die ganze Zeit, weil Kinder können nicht so gut Tabletten schlucken. Ja. Das sind Tropfen und ein Tropfen enthält 800 internationale Einheiten. Was ist hier drin? MCT-Öl, mittelkettige Triglyceride aus Pflanzenöl und dann halt dieses D3 und ein Antioxidationsmittel. Mehr ist da nicht drin. Und wie würde ich das jetzt machen, wenn ich hier hochdosiert supplementieren würde? Ich würde einfach 10, 12 Tropfen, 12 Tropfen wären dann 10.000 internationale Einheiten ungefähr oder 13 Tropfen, würde ich mir einfach in meinen Saft geben oder noch besser ans Essen, also am besten ins Müsli morgens rein, so 13 Tropfen. Hier sind 600 Tropfen drin, das bedeutet, ich komme da fast 2 Monate mit aus. So ein Ding kostet, glaube ich, maximal 10 Euro, wenn man das bei der Internetapotheke bestellt, kann es auch mal nur 8 Euro kosten. Also das ist vielleicht die sicherste und hochwertigste Lösung, das zu supplementieren. Diese Tabletten gehen natürlich aus, es gibt auch noch andere Tabletten, es gibt auch noch Tabletten mit 20.000 Einheiten und ja, ich kann euch nur empfehlen, guckt da mal, lasst mal vielleicht einen Test machen, wenn ihr Mangel habt, dann haut euch das Zeug rein. Wie schon gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung, das habe ich ganz vergessen zu sagen, das sage ich jetzt nochmal. Ich bin kein Arzt, bin kein Heilpraktiker, ich kann euch nicht sagen, was ihr da machen sollt, das muss jeder selber wissen. Ich würde, wenn ich einen starken Mangel hätte, ich habe immer noch einen leichten Mangel, würde ich sehr stark hochkonzentriert arbeiten und vielleicht wirklich dieses Buch mal besorgen, Gesund in 7 Tagen. Und wie schon gesagt, hier in der Videobeschreibung sind auch noch Videos zu anderen YouTubern, die das sehr, sehr gut erklären und die erklären euch das bestimmt auch noch besser als ich. Also, ich gehe jetzt mindestens mal auf 10.000 Einheiten hoch am Tag, also ich nehme mir so 2 Tabletten noch, solange ich die noch habe, und falls ich auf die Tropfen demnächst umsteige, dann nehme ich halt 13 Tropfen einfach in mein Müsli morgens rein oder abends in meinen Salat oder was auch immer. Achtet darauf, vor allem wenn ihr andauernd krank seid, guckt mal, dass ihr da entgegensteuert und ja, ich wünsche euch alles Gute, ich hoffe, das Video hat euch geholfen, wir würden uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr uns noch nicht kennt, abonniert uns doch bitte und ja, bis bald, tschüss!